Hallo und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield 3 Online und wir machen uns auf den Weg zu der Map Operation Metro im Modus Eroberung und das ist ja dann im Prinzip so unsere Endstation, wenn man das so sagen kann, da wir dann nach dieser Map jede Map einmal gespielt haben und danach habt ihr also dann jede Map einmal gesehen und könnt euch ja dann so ein paar Eindrücke von den Maps machen oder tja, wie ihr es nennen wollt. Und nach diesem Part dann von Battlefield 3 Online werde ich also jetzt rigoros reihum jede Map so zocken, wie ich gerade Lust habe und werde das Ganze einfach so zusammenschmeißen und werde dann überhaupt mal auf die Reihenfolge achten. Nur dass ihr da eben jetzt Bescheid wisst. Wir sind jetzt also im Modus Eroberung auf dieser Map, also das genaue Gegenteil von der Beta, denn in der Beta konnte man ja das Ganze nur im Modus Rush spielen. Und ich denke, das ist dann wirklich gut, wenn wir das Ganze hier im Modus Eroberung spielen, dass wir da auch dann ein paar neue Einblicke bekommen. Was sitzt ihr beiden denn hier rum, ihr beiden Turteltäubchen? Da wollten die beiden es sich aber gemütlich machen, aber nicht mit mir. Highland Zack, das war eine Claymore. Ich habe gerade gedacht, was ist jetzt los? Aber das hat sich ja dann geklärt. Der hat da also eine Claymore hingepflanzt. Und ich muss sagen, also das war ein guter Schachzug von ihm. Denn da hätte ich jetzt keine Claymore erwartet. Generell bin ich ja noch überhaupt nicht so drauf auf diese Claymores fixiert. Aber gut, sollte vielleicht mal langsam ein bisschen drauf Acht geben. Und dann nehmen wir jetzt B ein. Denn wie ihr ja sicherlich schon sehen könnt, spielt sich hier bei der B-Flagge alles ab im Modus Eroberung auf dieser Map. Denn das ist eben der Mittelpunkt. Und jeder möchte natürlich im Mittelpunkt stehen und die B-Flagge erobern. Jetzt müssten aber hier gleich Feinde sein, oder? Das sind doch normal immer Feinde. Da ist jetzt zwar ein toter Teamkamerad, aber so wirklich Feinde sind hier ja anscheinend noch nicht. Na, vielleicht hier so ein paar, so zwei, drei, vier. Ja, Jungs, ich meine, irgendwo müssen hier ja die Feinde sein. Ich habe jetzt zwar hier einen Haufen Hitmarker, aber keinen toten Feind. Und ich glaube, die Klasse, die ich hier gerade spiele, ist in diesem Modus und auf dieser Map nicht berauschen, denn für was brauche ich hier wieder einen Raketenwerfer? Könnt ihr mir das bitte mal sagen? Und hier war hier nicht noch ein Feind? Ach, egal jetzt. Ich lege mich hin. Lad mal nach. Und sobald ich sterbe, werde ich wahrscheinlich meine Klasse ändern, denn ich brauche irgendwas, um mein Team zu unterstützen. Da wäre, glaube ich, der Sanitäter nicht so verkehrt. Danke, dass ich tot bin. Das wollte ich sehen. Tja, dann kann ich ja jetzt mal so gucken, was ich nehme, um mein Team zu unterstützen. Da wäre zum einen mal der MG-Schütze, also der Versorger oder der Medic, und ich spiele aber jetzt den Versorger. Den habe ich ja jetzt auch schon ein Weilchen nicht mehr gespielt. Ich bin bei C gespawnt, also eigentlich eine dumme Entscheidung. Oder ich habe eigentlich gar nicht drauf geachtet, denn eigentlich hätte ich ja können gleich bei B spawnen, aber das ist ja jetzt auch nicht so wild. Dann laufe ich jetzt einfach mal wieder hin. Ich kann es ja. Und suche mir ein paar Feinde und auch ein paar Teamkameraden, denn denen kann ich jetzt schön viel Munition geben. Jetzt gehe ich mal hier über diese linke Flanke zu den Feinden. Der braucht 100 pro Munition. Ja, bitte, bedien dich. Ja, da seht ihr einen Nachschub hier. Das wollte ich sehen. Oh, das sind Feinde. Zack. Da war nochmal einer plus noch eine feindliche Granate. Das ist zu viel auf einmal. Feinde und Granaten. Das kann ich einfach nicht. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ich bin ein Mann, ein junger Mann und kann einfach nicht auf beides reagieren gleichzeitig. Das geht nicht. Da brauchst du eine Brunnen nochmal Munition. Oder? Gut, fällt auch nicht. Sind hier zufällig Feinde? Na, das sieht gerade ja nicht so aus. Da anscheinend auch nicht. Ja, Leute, ich meine, ich kann hier ja liegen bleiben. Wir haben die B-Flagge ja schon erobert.
Schließlich müssen ja die Feinde im Prinzip kommen und die B-Flagge erobern. Wir müssen jetzt im Prinzip nur campen und auf die Feinde lauern. Da lege ich mich jetzt mal hier hin und lauer auf die Feinde. Hier scheint jemand zu sein von den Feinden. Eieiei, geht es hier gut ab. Darf ich mal irgendwie... Ah, Granaten habe ich nicht, sonst hätte ich jetzt irgendwo eine hingeworfen. Ja, klasse, was war denn das? M320 sagt nicht, der Noob-Tube hier rum. Ja, so kann ich auch Level 36 sein. Mit dem Noob-Tube-Werfer mal kurz hier die Leute weghauen. Ja, das kann ich natürlich auch. Aber das mache ich nicht. Okay, jetzt bin ich auch bei B gespawnt. Und jetzt bin ich gleich näher am Geschehen dran. Aber ich glaube, das bringt mir wenig. Ich meine, so wie es gerade bei mir läuft, da kann ich auch was weiß ich wo sein und ich werde trotzdem abgeschossen. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja noch. Wobei ich das eher nicht glaube. Aber zumindest sieht es für unser Team nicht so schlecht aus. Och Leute, was? Das ist aber hier gerade etwas enttäuschend, wie das hier läuft. Ja, zumindest sieht es so aus, als ob wir gewinnen und das ist im Prinzip die Hauptsache. Die Feinde rühren sich kein Stück nach vorne, die wollen ja B überhaupt nicht erobern. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, die wollen anscheinend verlieren. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Aber wenn sie so wollen, dann wollen sie es nun mal so. Das ist jetzt auch nicht mein Bier. Und anscheinend sind die alle da hinten, weshalb ich denen jetzt auch mal hier eine Granate vor die Füße werfe. Und danach mich aber wieder vom Acker mache und jetzt mal in diese Ecke hier Blick. Aber da sind doch 100 pro Feinde, Mann. Da haben sie mich doch vorher alle abgeknallt. So, da ist er nämlich. Fertig. So wird es gemacht. Ich glaube, ich habe den Mörser dabei. Das ist nicht mal so gut. Im Gegenteil. Einmal werde ich vom Noob-Tube getötet. Das andere Mal vom Raketenwerfer. Klasse, Leute. Super. Ihr spielt mit fairen Mitteln. Wirklich. Schade, dass ich hier den Mörser nicht einsetzen kann. Um Gottes Willen, ich würde dich so wegmörsern. Aber da ich ja hier in einem Gebäude bin, kann ich sehr schlecht. Ah, jetzt hat sich hier automatisch das Visier draufgesetzt. Naja. Was soll's? Ich glaube, das ist hier nicht mal so schlecht, wenn das Visier hier drauf ist. Denn ich spiele ja eigentlich eher auf Entfernung. Und dann ist das nicht mal so... Dann ist das eigentlich recht passend. Weil dann kann ich den schönen Headshot verpassen, wenn ich eh schon jetzt zu... Ah, Leute, wisst ihr was? Hier bitte eine Granate. Lass es dir schmecken, Kleiner. Gut, vielleicht auch nicht. Hätte nicht meinen Hitmarker davon bekommen, aber... Naja. Ich lauere hier auf die Feinde und bewege mich nur ganz wenig. Ach, Leute, ganz ehrlich. Ihr könnt mich mal. Ohne Witz, ihr könnt mich. Übrigens, weil es so schön war, den Mann zu 7 auf die Blockierliste zu setzen. Der Typ hier ist mein Nächster. Ne, der Flatspinat hier. Zack, der kommt gleich auf Blockieren drauf. Sehe ich ja gar nicht ein, mich hier von Raketenwerfern weg Noob-Tuben hier zu lassen. Sterben ist eine Sache, aber von Raketenwerfern eine andere. Ja. Danke für den Retz, Kumpel. Und Tipp des Tages von mir an euch, bitte nur dann reanimieren, wenn die Zone sicher ist. Also sprich, nicht einfach jemand reanimieren, wenn vor ihm irgendwie 20 Feinde sind, weil dann kippt er gleich wieder tot um. Das bringt nichts. Ja? So schön das Reanimieren auch ist, es bringt nichts, wenn dann derjenige gleich wieder tot umkippt. Dankeschön, wenn er das macht, dann wäre ich euch sehr verbunden. Und wir können hier gar nicht so viel jetzt machen, außer darauf zu warten, bis die Ticketzahlen der Feinde den Nullpunkt erreicht haben. Und sie somit verloren haben. Und die machen ja auch schon gar nichts mehr. Na, die sind total zurückgezogen. Und wollen anscheinend nur noch verlieren. Was anderes bleibt ihnen auch überhaupt nicht mehr übrig. Da ist er doch. Ach, Teamkill, nein, Mann. Was soll denn das? Oh, jetzt war das ein Teamkill. Klasse. Das hat mir ja noch gefehlt. Da kniet doch jemand hier. Da raubt doch jemand auf dem Boden. Und da an der Seite, war auch noch jemand. Hammer. Aber danke für den Retz.
Danke, Kumpel. Da ist er. Guckt ihn euch an. Und wieder ein Teamkill. Sag mal, kann das sein, dass ich hier gerade auf einem Hardcore-Server bin? Ich glaube, ich bin ja gerade auf einem Hardcore... Ich krieg ja gleich die Krise. Ich bin auf einem Hardcore-Server. Was soll denn das? Okay, Leute, also das bedeutet, ihr seht mich jetzt live hier gerade auf einem Hardcore-Server spielen. Gottes Willen. Also, Respekt. Mache ich normalerweise nie. Hardcore-Server, aber jetzt seht ihr das hier live. Und jetzt wurde gerade ich geteamkillt. Dankeschön. Mit einem Headshot, wenigstens mit einem Headshot. Also, wenigstens bin ich in Ehren gestorben mit einem Kopfschuss. Schön hingerichtet worden. Naja, soll es auch geben. Die Runde ist zu Ende, das war Operation Metro. Und somit sind wir jetzt mit allen Maps durch. Wir haben jetzt alle gesehen. Und zum Abschluss gab es sogar noch eine Runde Hardcore-Server. Das ist ja auch nicht schlecht. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Jetzt werden hier noch die Punkte verrechnet und danach zum Abschluss kommt nochmal jemand auf die Blockierliste. Mein Gott, wie ich mich gerade freue. Ich kann das euch gar nicht sagen. Ah, dass ich das nochmal erleben darf. Ich freue mich so. Ah, ich freue mich so. Ich fange gleich an, vor Freude zu weinen. Blattspinat, hallo, wie geht es dir? Ah, würdest du mich nochmal mit zwei Raketenwerfern töten? Ich weiß ja nicht. Nein, den möchte ich doch nicht hier draufsetzen. Den Blattspinat möchte ich da schön auf die Blockierliste tun. Flatschspinat, da ist er. Zack, zur Blockierliste hinzufügen. Ja, lieben gern. Und mit diesem tollen, grandiosen, gigantomatischen Ende verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.